Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich das Ordnungssystem French Cleat hier an der Wand umsetzen. Und dafür schrauben wir als erstes mal die USB-Platte hier dran. Und diese Platte schrauben wir jetzt mal fest. So, die erste Platte ist jetzt angebracht. Jetzt werden wir noch aus einem anderen Stück sägen, was hier hinkommt. Und eins, was hier hinkommt an die Seite. Da. Genau. So, die Wand ist jetzt komplett verkleidet mit den USB-Platten. Und jetzt werde ich Bretter holen und die im 45 Grad Winkel durchschneiden und dann dran schrauben. Für die Leute, die nicht wissen, was French Cleat ist, wird ein Brett im 45 Grad Winkel durchgeschnitten und dann so rum, so dass die schräge Seite an die Wand zeigt, und dann kommt das Gegenstück, da können dann Werkzeuge dran geschraubt werden oder so und dann hier eingehakt werden. Somit kann man dann variabel entscheiden, wo was hängt. Und genau das werde ich jetzt machen, nur mit langen Brettern. Das schräg angesägte Brett habe ich jetzt einmal hier hingelegt. Das Brett hier drunter soll der Abstandsmesser sein. Genau. So, ich habe jetzt alle angesägten Bretter, Balken, wie auch immer, hier an die Wand geschraubt. Und jetzt werden wir als erstes mal eine Vorrichtung bauen, wo wir alle diese Schlüssel hier, die hier aufhängen können. Dafür sortiere ich sie erst einmal nach der Größe. So sieht jetzt unsere Abstufung aus, und die alle hier sind doppelt, deswegen schrauben wir die nicht an die Wand dann dran. Und jetzt baue ich meine Vorrichtung und zeige euch. Ich habe jetzt hier einmal so ein Dreieck ausgeschnitten, und das hier soll zum Beispiel so hinkommen, eins so und das andere hier hin. Und dann möchte ich hier Einkerbung reinsägen, immer in einem bestimmten Abstand, und da dann die Schlüssel schräg reinhängen. Und das probiere ich jetzt mal aus. Ich habe jetzt mal den ersten Schnitt gemacht, und wie ihr seht, funktioniert das Ganze auch. Und das machen wir jetzt einmal für alle und hängen das Ganze dann auf. Die ganzen Schnitte habe ich jetzt gemacht. Jetzt stellen wir mal das Ganze auf und testen, ob alle reinpassen.
So sieht das Ganze dann aus. Und das schraube ich jetzt nur noch fest, hier unten an der Platte. Säge die Platte noch etwas kürzer und dann kommt das Stück hinten dran und das ist dann das Gegenstück, um das Ganze hinten aufhängen zu können. Da ich 4 von diesen anderen Schlüssel hatte, wo nur unten das Werkzeug dran ist und oben nur Löcher, habe ich die an so einem Teil noch dran geschraubt und die machen wir dann auch an die Wand. Und als nächstes sortieren wir mal nach der Größe diese Schlüssel. So sieht das Brett jetzt aus mit den Schlüsseln und dann machen wir weiter mit dem nächsten Werkzeug. Als nächstes machen wir weiter mit diesem Hammer, den hätte ich gerne auch an der Wand. Ich habe hier so 2 kleine Stücke noch gebaut, die hänge ich ganz oben auf die 2 Seiten hin, um da meine große Wasserwaage aufhängen zu können. Genau. Ich habe jetzt ein paar Sachen schon mal zusammengebaut, die wir alle an die Wand hängen können. Hier einmal eine Metallsäge, dann die Schlüssel und die Schlüssel, den Hammer, die Klebepistole und hier noch 2 Winkel. Und das alles hänge ich jetzt mal auf. Ich habe hier noch bei den Winkeln so 2 Stücke hingemacht, damit die halt nicht hin und her wackeln können. Und dass wenn man diesen zum Beispiel drauflegt, der dann nicht wegklappt, dass er hier quasi einen Stopper hat, weil hier unten ja mehr Gewicht hängt. Genau. Und hier habe ich noch so einen Schlüssel hingehangen für die Flex, um die Scheibe zu wechseln. Was haltet ihr von dem French Cleat? Schreibt gerne in die Kommentare, habt ihr sowas zu Hause in eurer Werkstatt, habt ihr sowas schon mal gebaut? Also ich finde, eigentlich ist es ein echt praktisches und schönes Ordnungssystem für das Werkzeug. Jedoch denke ich, dass ich die Funktion mit dem Variablen, dass man es immer wieder umstellt und so, damit man die Sachen sich dahin schiebt, wo man es braucht, nicht nutzen werde. Ich denke, bei mir würde es erstmal eine Zeit lang so bleiben und wenn dann halt neue Sachen dazukommen, dann wird es ausgetauscht oder hin und her geschoben, je nachdem wie es passt. Aber wie gesagt, das Variierte von dem Werkzeug, um das hin und her zu schieben und so, denke ich, werde ich nicht so oft benutzen. Genau. Ich hoffe, das Video zur French Cleat Wand hat euch gefallen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich hier oder hier und auf der anderen Seite gibt es dann das letzte Video. Bis zum nächsten Mal.